willkommen zu einem weiteren Tutorial zu dem Laubwerk Plugin Surface Spread. Das Plugin könnt ihr euch auf laubwerk.com runterladen. Es gibt eine 30-Tage-Demo oder hier kann man das eben auch kaufen. Heute würde ich euch gerne das Spreadscape vorstellen. Das ist ein Objekt, das mit dem Plugin kommt und das ist ein sehr powervolles Landschaftsobjekt. Das ist eigentlich ein Plugin schon für sich. Vielleicht ganz kurz, jeder von euch kennt ja das normale Landschaftsobjekt. Es hat die gleiche Funktion, nur eben das Spreadscape bietet noch viel mehr Möglichkeiten zur Einstellung. Also auf den ersten Blick sieht es ähnlich aus. Unter Allgemein kann man die ähnlichen Funktionen erstmal einstellen wie beim Landschaftsobjekt auch. Man kann die Größe wählen, wie groß soll das in X- und Y-Richtung gehen und in Z-Richtung. Und hat man diese Einstellung gemacht, sieht man gleich, dass es noch viel mehr Möglichkeiten gibt. Also das mal allgemein gesprochen, dieses Spread Scale-Objekt ist so aufgebaut, dass es in verschiedenen Ebenen agiert. Das heißt, etwa wie eine Photoshop-Datei kann man hier schrittweise die Landschaft aufbauen. Erstmal in der Basisebene kann man die Grundskalierung vornehmen, kann über die Verschiebung schauen, wo soll der Berg stehen, sage ich mal. Also ich verschiebe die Noise und kann darüber eben sagen, wo sollen die Erhöhungen sein, wie gefällt mir das, kann hier mir so den Grundtyp raussuchen. Und da gibt es eben auch neben der Turbulenz auch noch andere Möglichkeiten, mit denen man das vornehmen könnte. Je nachdem, welche man hier hat, sieht man, muss man natürlich die Segmente dann nochmal erhöhen, dass es etwas besser wird. Und gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier eine Form gefunden, die uns gefällt. Dann kann man hier eben über Detailebenen noch weitere Details machen. Vielleicht zeige ich das eher einmal kurz. Das hier ist jetzt eben die Basisebene. Damit haben wir eben die Grundform gemacht und über die Detailebene kann man dann eben noch weitere Neues addieren und dadurch dann praktisch hier nochmal weitere Details einblenden. Hier gibt es dann wieder verschiedene Möglichkeiten und ja, das lässt sich eben 6-mal kombinieren. Das ist eben das eine, dass man hier eben verschiedene Noise-Typen übereinander legen kann. Und es gibt aber noch weitere Möglichkeiten. Dann gibt es zum Beispiel noch, ich mache das jetzt mal auf der Ebene 3, die Möglichkeit, mit Materialien zu arbeiten. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt hier einfach mal ein One-Car-Muster, da sieht man das vielleicht am deutlichsten, ein Material reinladen. Und ich fahre kurz mal die Basisebene etwas zurück, dann wird es vielleicht noch deutlicher. So sieht man das schon. Könnte man eben über eine Form, die man hier reinlädt, vielleicht auch in Photoshop gemalt etwas oder eine Karte, eine Höhenkarte, kann man die hier reinlegen und darüber dann die Landschaft gestalten. Ich denke, auch mit dem Karo-Muster wird das hier klar, wie das funktioniert. Und die lässt sich natürlich dann auch eben wieder mit der Basis und mit anderen Ebenen kombinieren. Okay, muss ich hier kurz mal wieder eine größere Skalierung einstellen. Ich
Des Weiteren gibt es noch ein tolles Feature, und zwar man kann mit Pfaden arbeiten. Jetzt lösche ich hier kurz mal das Material wieder raus. Und zwar gibt es die Möglichkeit, ich habe jetzt hier einen Berg und sage vielleicht, ich möchte hier auch noch etwas haben. Und kann dann hier den Spline hinlegen. Dann ziehe ich den Spline jetzt hier rein. Sieht man, dass dort, wo der Spline ist, praktisch auch ein Gebirge entsteht. Das kann man eben nochmal anpassen, indem man den Radius erhöht und die Höhe. Und dadurch gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dass man dort, wo man ein Gebirge haben möchte, sich selber die Berge hinmalt. Also wir haben die Möglichkeit, durch die Noise zu arbeiten, wir haben die Möglichkeit, durch Materialien zu arbeiten, und wir haben die Möglichkeit, eben mit Splines, ich könnte jetzt ja auch auf verschiedene Teilebenen Splines nehmen, mir hier ein Gebirge selber hinzumalen. Ich versuche das hier gerade ein bisschen runter zu machen, dass es nicht ganz so bergig ist. So, denke ich, sieht man das ganz gut, wo der Spline lang geht. Eine weitere Funktion, wie man den Spline verwenden kann, ist, ich male gerade noch mal einen Spline hier lang. Man kann den Spline auch verwenden, um Straßen oder Flüsse anzulegen. Man sieht schon, da wo ich den Spline gezeichnet habe, wird der Berg durchschnitten und es wird so eine Art Plateau oder eine ebene Fläche angelegt. Und darüber kann ich dann praktisch einen Weg bauen oder eben einen Fluss anlegen. Und wenn man jetzt überlegt, wie das mit einem normalen Landschaftsobjekt gehen würde, was das für ein Aufwand wäre, das ist wirklich toll. Man kann hier auch wieder den Radius erhöhen, wie weit soll die Schneise sein. Durch die Genauigkeit lässt sich diese Rifflung beheben, dass die weggeht. Und ja, ich denke, da sieht man schon, was das echt für Möglichkeiten einem gibt. Mit den zwei unteren Einstellungen kann man noch bestimmen, wie ist die Abfallung hier, also zu dem Gebirge hin. Also vielleicht sieht man das hier ganz gut. Also wie weit geht es hier rein? Man kann damit eben Feinanpassungen vornehmen. Oder man könnte eben auch mit der unteren Kurve sagen, am Anfang ist der Radius breiter oder dünner und kann dadurch eben eine Variation im Weg machen, dass er eben nicht zu linear einem vorkommt. Eine weitere Funktion, die es noch gibt, findet man in dem Plugin-Menü. Hier gibt es die Möglichkeit, dass man zentral nochmal die Auflösung erhöht von dem Landschaftsobjekt. Oder eben auch verringert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es das gleiche ist wie. Ja, letztendlich ist es das gleiche, wie man hier einstellen kann. Aber vielleicht ist es trotzdem nochmal gut zu wissen. Jetzt würde ich euch gerne noch zum Abschluss eine Funktion zeigen, wie der Spline, den man hier benutzt, um einen Weg anzulegen, mit dem eigentlichen Surface Spread Objekt interagieren kann. Dafür habe ich hier nochmal einen Testbaum reingezogen. Wir laden das Surface Spread Hauptobjekt,
Den Baum muss man dem Objekt unterordnen. Im Surface Spread Objekt muss die Landschaft in das Objektfeld gezogen werden und schon entstehen überall Bäume. Und ich erhöhe jetzt hier gerade mal die Anzahl. Instanzen sollte man auf Render-Instanzen stellen. So, jetzt, was ich eigentlich zeigen möchte, ist neben den ganzen Verteilungen, die ich hier mit Einschränkung über Vertex Map und Polygonselektion machen kann, habe ich ja im vorigen Tutorial auch schon gezeigt, dass man auch mit Modifikatoren arbeiten kann. Und außer dass er eben hier der Modifikator auf den Radius von sich wirkt, gibt es auch noch die Einstellmöglichkeiten, dass man sagt, ich möchte, dass er auf ein Spline wirkt. Und das kann man dann eben so nutzen, dass ich einfach sagen kann, ich habe hier eine Straße und in einem gewissen Abstand von der Straße, den ich über den Radius einstellen kann, möchte ich nicht, dass Bäume oder andere Objekte wachsen. Das habe ich im vorigen Video mit einer Vertex Map gezeigt, dass ich praktisch eine Vertex Map gemalt habe. Ich denke, auf diesem Weg geht es vielleicht sogar noch schneller.